Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Burger-Session aus Wien an der schönsten Location, der ich je Burger gegessen habe in dieser Stadt. Wow, viel Spaß in diesem Video. Wir fahren einfach U-Bahn. Wie oft bist du jetzt U-Bahn gefahren in Wien? 40 Mal. 40 Mal bin ich safe U-Bahn gefahren. Ich mag aber auch U-Bahn fahren in Wien. Solange es nicht U6 ist, bin ich glücklich. Wie interessant sieht bitte eine Rolltreppe aus ohne den Treppen? Erinnert mich an irgendeinen Horror-Movie. Wien? Wunderschön. Was ist das? Parlament. Parlament, da war ich drin. Da warst du eh drin, ja. Randy wollte Bundeskanzler werden. Hat nicht funktioniert. Also, eine Sache frage ich mich. Ich habe eine Jeans an, einen Pulli und eine Regenjacke. Der Mann hat eine kurze Hose an und nur ein Hoodie. Beste. Wer von uns beiden ist jetzt zu warm oder zu kalt angezogen? Boah. Ich habe irgendwie gedacht, dass es einfach regnen wird. Deswegen habe ich diese Jacke an. Aber ich glaube, ich liege falsch. Ich glaube auch. Jetzt haben wir es. Ich bin auf jeden Fall falsch angezogen. Das steht fest. Sonne kommt raus. Ab jetzt sehe ich so aus, als würde ich Kilos abnehmen wollen für meinen UFC-Kampf. Mit Regenjacke. 25-Hour-Hotel, da gibt es einen Foodtruck, einen speziellen Foodtruck. Quetsch hat auf jeden Fall schon sehr, sehr lange eine Burger-Filiale, die man auch kennt. Und da war ich auch schon öfter. Ich glaube aber noch nie mit YouTube oder mit euch. Und jetzt gibt es aber einen Foodtruck, wo sie, glaube ich, auch andere Burger anbieten. Es gibt ein Chicken Sandwich und einen New York-Style-Smash-Burger. Und den werden wir heute probieren. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ich glaube auch, dass der gar nicht rein. Ich habe gedacht irgendwie, dass der oben Ach so, auf dem Oma. Dach ist. Oh, das wäre mega. Stell dir mal vor, du packst einen Foodtruck da oben auf dem Dach. Das wäre so krass. Ja. Eine Date-Idee. Foodtruck da hoch machen. Ja, ich mein, wenn du ein Date hast, kannst du da hochgehen. Ja, aber da ist ja kein Foodtruck. Ja, aber wenn einer wäre. Ah. Schaut mal, Wasser, zwei hässliche Tauben, eine Rabe. Ein Rabe. Eine Rabe? Eine Rabe oder ein Rabe? Ein Rabe. Ein Rabe. Okay. Oder? Da muss ich mich hier. Habt ihr hier einen schönen Brunnen? Und boom, habt ihr hier einen Foodtruck, gell? God damn. Und ich bin der einzige Mensch, der in Regenjacke rumläuft. Perfekt. Wie ist das hier? Habt ihr die gleichen Sachen wie in der Filiale oder andere Annähernd. Sachen? Annähernd. Annähernd, die gleichen Annähernd. Sachen. Okay, was heißt abgewandelt? Wir verwenden zum einen, der größte Unterschied ist, wir verwenden hier andere Buns. Martins. Wir verwenden Martins Buns. Das war es eigentlich schon. Arrivederci. Also Ladies and Gentlemen, es gibt auf jeden Fall einen New York Style Smash. Wir haben ein Crispy Chicken Beyond, es wird wahrscheinlich die vegane, vegetarische Variante sein. Und ein Kitty Smash. Dann hätten wir gerne einen New York Style Smash. Was sagst du, was besser? Double. Double? Okay, dann. Aber es ist nicht zu fleischig dann, oder? Nein. Okay, dann nehmen wir ein Double. Ja, einmal Fries noch. Habt ihr überhaupt? Ja, einmal Fries. Ah, nee, wir nehmen keine Fries, wir nehmen Smash Potatoes, ja. Ja, ich hätte gerne ein Wasser prickelnd und ein stilles. Könnt ihr raten, was es kostet? 10 von 10, also sehr, sehr nice Location. Es wird wahrscheinlich nicht zu schlagen sein, muss ich dir sagen, wie es ist. Oder euch, es ist different level. Sehr, sehr geiler Platz. Dankeschön. Das ist gut schmecken. Das sieht doch auch super aus, oder? Wir haben auf jeden Fall die Martin Buns, die größeren. Ich weiß nicht, wie viel Inch die haben. Ein Chicken Sandwich, was sehr, sehr nice aussieht. Mit Buffalo Sauce und Ranch und Coleslaw, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir einen Double Classic Cheeseburger mit einer Kruste. Halleluja, Riesenpickles. Ich glaube, das sehen ihre eigene hausgemachte Soße. Diese Buns geben mir ein bisschen Burger King Vibes. Wir haben jetzt gerade hier 15 Minuten Thumbnails gemacht. Das Fleisch schmeckt super clean nach Rind und sauber. Wow! Ganz kurz unter uns, ich habe diesen Burger nicht so gut in Erinnerung. Bin ich euch ganz ehrlich. Wir waren schon so lange nicht mehr Burger essen, gell? Ja, Mann. Back to the roots. Mal davon abgesehen, schaut euch mal diesen Ausblick ab. Das ist ein Date-Spot, ich sag dir so, wie es ist. Mhm. Ich will ein Date. Der ist geil, gell? Der ist sogar wirklich besser, als ich in Erinnerung habe. Ich finde den besser, als ich den in Erinnerung habe. Das ist crazy. Die Größe auch, mit dem Preis, Sitz, Pfeffer, alles on point, gell? Darf man das mit den Händen? Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt blöd bin, aber der Burger schmeckt besser, als ich ihn in Erinnerung habe. Ja, ich finde ihn auch nicht sehr, aber er ist schon anders als im Geschäft. Also, gell? Ja. Dieses Bun macht's. Obwohl der Bun eigentlich in einer anderen Filiale auch sehr gut ist. Ja. Keine Frage. Ich habe den immer gefeiert. Ich war auch immer der Typ, der gesagt hat, Quetsch ist einer der besten Burger. Aber ja. Das ist schon wieder was anderes. Also für mich muss ich sagen, für mich sticht am meisten raus die Pfeffernote. Und das Fleisch hat Druck. Ich sage euch ehrlich, das habe ich nicht so gut in Erinnerung. Auch, dass er mir vorher empfohlen hat, Double zu nehmen. Bester Call. I like it, baby. Also, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie was geändert haben. Ich check's nicht ganz. Ich habe den Burger zuletzt gegessen. Vor 4 Monaten? Dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, ich werde noch mal in die andere Filiale gehen und den dort probieren. Aber irgendwas ist mit dem Fleisch anders. Ist auch geil. Game over. Diese Harissa-Soße ist ja jetzt. Schöne Burger-Session. Alan und Randy hier auf einen Donnerstag. Donnerstag? Das hier, als Sandwich-Idee bin ich euch ehrlich, dass man Buffalo-Sauce mit Ranch macht. Habe ich das erste Mal, glaube ich, jetzt bei Goldies gegessen oder in Amerika, weiß ich nicht mehr. Aber bei Goldies habe ich den besten auf jeden Fall gegessen, weil halt das Chicken bei denen einfach perfekt ist. Ist eines der geilsten Sachen, die man essen kann. Ist das safe eine Buffalo-Sauce? Irgendwie erinnert mich dieses Hühner. Das erinnert mich an irgendwas. So Stripes, oder? Das schaut aus so Hühnersauce. Der ist eine rauchige Buffalo-Sauce. Ich bin da mehr der Freund von der normalen Buffalo-Sauce, wie man sie kennt. Aber ist eigener Style. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber der Burger, der hat mich jetzt gerade geflasht. Und das spielt dann noch alles mit rein, Ladies and Gentlemen. Wir haben hier schön Foodtruck. Wir haben hier Museum der Kulinarik. Hier einen schönen Brunnen. Einer wollte beide nicht. Falls einer abbricht, dass du gerne hast. Schmeckt wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja, ja, ja. Schon mal die Glocke aktivieren, Ladies and Gentlemen. Freut euch am Sonntag. Es wird ein Praktikum online kommen. Ihr könnt mich in Berlin auch vor Ort sehen. Für alle, die aus Berlin oder Umgebung sind, es gibt ein Burger Festival. Randy wird vor Ort sein mit Smack Burger. Eines der leckersten Sachen anbieten. Nicht anbieten, sondern ich werde halt dort sein. Die bieten das Patty Melt an. Patty Melt, eines der geilsten Sachen, die ich in Berlin so gegessen habe, muss ich sagen, wie es ist. Und das ist auch für mich das beste Patty Melt, das ich je gegessen habe. Instagram, werdet ihr sehen, wann ich vor Ort bin. Ich werde in vielen Städten sein. Frankfurt, Köln, München, Leipzig, Berlin. Habt ihr das Fleisch verändert? Nein, schon länger. Also ich war das letzte Mal vor über einem halben Jahr bei euch. Nein, wir arbeiten seit Mai. Okay. Mai letzten Jahres mit unserem neuen Fleischhändler zusammen. Mhm. Das ist ein Bauernhof im Burgenland. Mhm. Meinklang Farm heißen die, die dort biodynamisch ihre Flächen bewirtschaften. Die machen ganz viel Weinbau und haben eben so eine Rinderherde. Mhm. Und da kriegen wir das Fleisch her. Die gut gehalten. Gut gehalten, genau. Volle Mutterkuhhaltung. Das heißt, die Kälber bleiben bei den Müttern und. Ich weiß noch, dass ich irgendwas auszusetzen hatte damals. Ja. Ich fand den Burger schon immer geil. Ja. Aber jetzt habe ich gerade wirklich für mich on point. Danke. Wir haben sehr geil. Wir machen auch jetzt über alle diese Mikro-Entscheidungen. Das ist so ein simples Produkt. Wir wollen über alle diese Mini-Entscheidungen handhaben, genau. Und einfach das genau so machen können, wie wir das wollen. Und wenn wir wollen, geil, dass da ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Spice, ein bisschen mehr Säure, was auch immer drinnen ist, dann wollen wir das komplett so steuern, wie wir wollen, ohne dass wir darauf angewiesen sind, das Produkt irgendwo herzukriegen. Ja. Also jetzt ein Herr eurer. Genau, wir können einfach das so steuern, wie wir wollen. Ja. Und, geil. Und ich glaube, wenn man 4 Komponenten, 5 Komponenten in einem Burger hat, dann ist das extrem wichtig, dass man das so steuern kann, weil da hat man nur wenige Optionen, mit denen man spielen kann. Irgendwie. Jacke will fast alleine gehen schon. Ja, Ladies and Gentlemen, super Spot. Ich will auch, es gibt sicher viele Leute aus Wien, die dieses Video sehen werden. Schaut, dass ihr mir mal unten hinschreibt.
unten hinschreibt, wenn ihr hier wart, überhaupt Quetsch, wie ihr eure Rangliste machen würdet. Was wäre für euch Platz 1, Platz 2, Platz 3? Schwierige Aussage jetzt gerade für mich, um zu sagen, aber den Burger, so wie ich ihn gerade bekommen habe, mit dieser Kruste und der so schmeckt, gibt es Probleme in Wien. Der wird für Probleme sorgen in Wien. Zu leid, es habe mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Ey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra.